Willst du dir ein Captur kaufen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Ist mir ein bisschen zu klein und ich mag dieses Konzept eines kleinen SUVs nicht. Den verkaufe ich dir jetzt. Ich bin der Jan. Ich bin Eckhard. Und das ist der niegelnagelneue Renault Symbios. Und dieses Video ist für dich kostenlos und in Farbe. Dank unserem Partner Emil Frey, deinem Automobilfachmann seit 1924 mit über 100 Filialen und über 30 Marken. Der Symbios, der ist 1,80 Meter breit, mit Außenspiegel sind es dann 2,03 Meter. Der Wagen ist 4,41 Meter lang und der Radstand, da misst er 2,04 Meter. Er ist 1,57 Meter hoch und wir haben eine Bodenfreiheit von 169 mm. Damit gehört der Symbios in die Kompaktklasse der SUVs. Mitbewerber sind hier zum Beispiel ein Mitsubishi Eclipse Cross, ein Seat Ateca oder auch ein Opel Frontera. Er heißt zwar Symbios, sieht aber aus wie ein Captur und das nicht von ungefähr. Die beiden Autos stehen natürlich auf derselben Plattform und eigentlich könnte das Auto also auch, wie es bei Renault Tradition ist, Grand Captur heißen, denn er ist 16 cm länger als der Captur, der eigentlich hier enden würde. Damit passt der Symbios aber sehr gut ins Renault-Produktportfolio, denn nach ihm kommt dann der Austral, der ist 10 cm länger und darüber kommt dann noch der Espace mit 32 cm mehr Länge. Und vielleicht könnte der Symbios ja auch so ein bisschen ein Nachfolger sein beziehungsweise ein Abfederungsmechanismus für das Wegfallen des Verbrennermegans. Renault ist lustig, der könnte ja auch Kadjar heißen eigentlich, den hatten sie da auch schon. Ja, stimmt. Den aktuellen Captur gibt es mit 4 Motorisierungen, 90 PS Benziner, sehe ich hier nicht bei dem großen Auto. 100 PS Benziner LPG, also Autogas, das könnte ich mir vorstellen. Hybrid 145. Das sehen wir hier auch gerade. Und dann gibt es noch 160 PS als Mildhybrid. Und dieser 145 PS Hybridantriebsstrang hat in unseren Verbrauchstests bisher sehr gut abgeschnitten. Wir sind ja im Arkana gefahren. Da hatten wir bei 130 auf der Autobahn 7 Liter auf 100 Kilometer. Ist jetzt nicht wahnsinnig wenig, aber ist durchaus okay für so ein großes Auto, wo ich relativ viel wegbekomme. Und bei langsamer Fahrt? 4,14. Und genau da wird so ein Hybrid dann ja auch stark, wenn der irgendwie auch mal Rollphasen, Bremsphasen, Stadtverkehr, Landstraße mit dabei hast. Ja, wir haben hier einen Verbrenner erstmal, also wir haben Vollhybridantrieb bei dem Hybrid 145 und nur so wird das Auto übrigens auf den Markt kommen erstmal. Der Verbrenner leistet 94 PS, also 69 kW. Dann haben wir einen Elektromotor, der sitzt im Getriebe. Der leistet 36 kW, also 49 PS. Und dann, der wird immer noch mitgenannt, haben wir einen Startergenerator, also quasi Mildhybrid-Technologie, auch noch mit drin. Mit 18 kW Leistung, also 24 PS. Ja. Und so kommen wir auf eine Systemleistung von 143 PS. Und darum heißt das Ganze Hybrid 145. Und ich sage, wenn ihr euch das Auto kauft und im Bereich zwischen 80 und 130 euch bewegt auf der Autobahn, könnt ihr den sehr effizient fahren, in der Stadt sowieso. Designtechnisch ist der Symbios von vorne ein Captur, aber von hinten ein völlig eigenständiges Auto. An der Front haben wir den gleichen markanten, aufrecht stehenden, naja, Kühlergrill ist es ja gar nicht mehr, dieses Design-Element wie beim Captur, Pure LED-Scheinwerfer und auch das Tagfahrlichtdesign ist identisch zum Captur. Der neue Symbios bekommt natürlich auch das neue zweidimensionale Renault-Emblem und diese Elemente hier leuchten leider nicht, auch wenn sie so aussehen. Es gibt den Symbios in 7 verschiedenen Farben. Das hier ist Mercury Blau und in 4 Ausstattungslinien. Evolution, Techno, Iconic und Esprit Alpin. Wir stehen vor der Ausführung Iconic. Und diese Farbe, die wir euch heute zeigen, gibt es erstmalig mit dem Launch dieses Autos. Und Esprit Alpin ist nicht unbedingt höher als Iconic, das, was wir euch zeigen, sondern nur noch etwas sportlicher. Für den Symbios gibt es 18 und 19 Zoll große Alufelgen und alle Felgendesigns auf dem Auto gibt es auch nur bei ihm. Und hier, Max, sieht man jetzt, das ist wirklich ein ganz anderes Auto. Wir haben ein neues, sehr kantiges, markantes Lichtdesign, eine Renault-typisch sehr flache Heckscheibe und alles in allem einen ziemlich wuchtigen Auftritt von diesem Heck hier am Symbios, viel stärker als beim Captur. Es gibt hier nicht nur dynamische Blinker, sondern auch so eine dreidimensionale Architektur in diesen Voll-LED-Rückleuchten. Auch am Heck das neue zweidimensionale Logo, der Renault-Rhombus und hier drunter dick der Name. Und zum Schluss hier ein ganz sauberer Heckabschluss. Uns ist aufgefallen, kaum ein Hersteller setzt noch auf Fake-Auspuffblenden. Das finde ich sehr gut. Sag uns doch gerne mal deine Meinung zum Thema Fake-Abgasendrohre hier direkt
in den Kommentaren. Der Unterschied zwischen dem Symbios und dem Captur ist ja definitiv das Kofferraumvolumen. 492 Liter stehen uns hier zur Verfügung und das sind 166 Liter mehr, 166 Liter mehr als beim Captur und wir reden beides mal über die Werte vom Vollhybriden. Und die Kofferraumklappe ist hier elektrisch. 1582 Liter Kofferraumvolumen habe ich hier, wenn ich beide Rücksitzbankhälften umklappe, im Verhältnis 40:60. Und da haben wir auch noch über 100 Liter mehr als im Captur. Es gibt hinten links eine Kofferraumleuchte, außerdem vier kleine Taschenhaken, einen doppelten Ladeboden, den ich entweder als Schmuggelfach nutzen kann oder auch komplett umsetzen kann. Mit 1,84 Meter kann ich auch hinter mir selbst sehr entspannt einsteigen und die Tür öffnet angenehm weit. Ich bin 1,84 groß, der Sitz ist immer noch auf mich eingestellt. Ich habe noch gerade eben so Kniefreiheit, stoß noch nicht an, bekomme die Füße komplett unter den Fahrersitz und obwohl wir hier so ein großes Glasdach haben, habe ich auch am Kopf noch absolut ausreichend Platz. Die Rücksitzbank kann ich übrigens insgesamt um 16 cm verstellen. Hinten gibt es keine dritte Klimazone, dafür zweimal USB-C und einen 12-Volt-Anschluss. Hinter Beifahrer und Fahrersitz gibt es Isofix hinter Reißverschlüssen und lose Gurtpeitschen. Wir haben zwei individuelle LED-Lesebeleuchtungen und auch hier hinten profitiere ich von dem großen Panoramaglasdach. Einziges Manko, wir haben echt kleine Türtaschen. Das ist der Schlüssel hier, den kennen wir, so sehen die meisten Renault-Schlüssel aus. Und mit dem öffne ich jetzt hier das Fahrzeug und steige ein. Ist so wie üblich, geht es ein bisschen nach oben, gar nicht so weit. Es ist eigentlich ein unheimlich bequemer Einstieg. Der erste Eindruck vom Innenraum, es ist schon ein kompaktes Auto. Ich sitze hier aber sehr bequem. Das Gestühl gefällt mir, es ist elektrisch verstellbar. Und zwar auch für den Beifahrer, das gefällt sehr. Und die Sicht nach vorne und im Auto rundherum gefällt mir auch gut. Schauen wir uns einmal das Material an. Hier oben ist aufgeschäumt, also ein weiches Material. Dann gibt es hier die Applikation, nicht unbedingt meins. Sieht so ein bisschen nach gebürstetem Alu aus, ist aber Kunststoff. Dann hier weich belegt mit einer Art Kunstleder. Nochmal die Prallfläche und der Deckel vom Armaturenbrett ist mit hartem Kunststoff belegt. Nicht, dass er besteht aus hartem Kunststoff. Was ich schön finde, der Mitteltunnel ist an beiden Seiten mit einem weichen Material belegt. Wenn man also so ein Kniefahrer ist wie Eckert und ich, dann ist man da halt besser aufgehoben. Das Lenkrad ist mit Leder umhüllt. An den Griffflächen ist es perforiert. Das gefällt mir auch sehr gut. Guck mal, hier in den Türen Ambientlicht eingearbeitet. Von der Materialität dann hier oben ein weicher Werkstoff. Hier auch wieder das Kunstleder. Und der Rest hier unten, das ist harter Kunststoff. Übrigens hinten die Türen, das ist ja mal ein großer Unterschied. Da ist oben nichts weich, sondern das ist harter Kunststoff. Aber auch hier haben wir wieder das Kunstleder und den Stoff, den habe ich hier vorne natürlich, oh, Eckert liebt das, ne? Wenn ich so springe mit den Lichtern, den habe ich hier ganz vergessen. Also es gefällt mir schon ganz gut, was sie hier an Materialien genommen haben. Was uns beiden nicht ganz so gut gefällt, ist das da. Also schön erstmal, Harman Kardon als Premium-Soundsystem gibt es jetzt hier auch im Symbios. Aber was soll das denn hier? Also der Kollege Seifert sprach eben auf der Rücksitzbank noch von dem schnöden Glaspanoramadach. Entschuldigung, das ist Solar Bay und ein echter Technologie-Leckerbissen. Denn man kann das verdunkeln, einfach indem man hier so ein bisschen rumdrückt. Und dann fahren die Verdunklungsstufen im Glas zu quasi. Also das Glas macht dicht. Ich finde, das ist Hexenwerk. Und was sagt der Eckert eben so schön? Wie im Taycan. Taycan oder im Mercedes. Aber ich finde, das ist schon sehr lässig. Ich finde das schon auch ziemlich cool, aber es wird halt leider nicht dunkler. Du kriegst keinen Schatten dadurch. Ist eher so eine Privacy-Sache. Hinter dem Lenkrad habe ich ein 10,2 Zoll Display. Was mir jetzt schon gut gefällt, ist die große digital dargestellte Geschwindigkeit. Sehr schön aber auch, dass ich hier auf dem Lenkrad physische Knöpfe habe. Da weiß ich also immer, ob ich was drücke oder ob ich nur drauf getatscht habe. Ne? Da passiert dann nämlich nichts. Das ist gut. Ein Trend, den Eckert und ich gutheißen, der sich auch nicht aufhalten lassen wird. Immer mehr Hersteller setzen Android Automotive ein. Das heißt, das Infotainment-System und auch der Rest, also alles, was hier im Cockpit passiert. Das ist aber der Knaller, 10,4 Zoll groß und da läuft jetzt Android Automotive System 12 drauf. Das werden wir bei immer mehr Herstellern sehen, dass die auch Android Automotive einsetzen. Denn das Schöne ist, der Hersteller kauft sich quasi die Infrastruktur zum Entwickeln und es ist immer ein schnelles System, was unter anderem Google Maps mitbringt. Mit den ganzen Informationen hier in Paris, ganz wichtig, Stauinformation, Ladeinfrastruktur, Tankstellen, das ist da alles schon drin. So
auch das Navigieren. Und das jetzt verschmolzen mit dem Auto funktioniert halt super. Und uns begeistert es immer wieder, wie schnell diese Software ist. Zudem kann man sich noch zusätzliche Apps installieren, wie zum Beispiel eine Podcast-App, um den Ausfahrt-TV-Podcast zu hören beim Fahren. Fast 25 Liter Stauvolumen haben wir hier im Fahrzeug. Unter anderem Türtaschen, wo auch Literflaschen reinpassen. Dahinter ist aber nicht mehr so viel Platz. Zwei Ablagen haben wir hier. Einmal hier oben, das ist die Telefonablage. Da passt aber leider mein iPhone 13 Pro Max mit Schutzrahmen nicht hinein. Und das passt auch hier unten nicht rein. Wenn ihr ein kleineres Telefon habt, umso besser. Hier sind zweimal USB-C-Anschlüsse und noch ein 12-Volt-Anschluss. Was ich bei Renault immer mag, ist hier, wir haben zwar diese komische Schlüsselkarte, aber dafür immer eine Ablage im Auto dafür. Und wir haben hier zwei Getränkehalter mit jeweils drei Abstandshaltern. Schön sind auch immer Ablagen, die man gar nicht so sieht. Hier passt mein Telefon da nämlich hervorragend rein. Dazu wird es da auch induktiv geladen. Und dann haben wir noch ein recht stattliches, vor allen Dingen tiefes Handschuhfach, was sogar beleuchtet ist. Dann haben wir hier noch die Armablage, die kann man schön weit nach vorne auffahren. Und wenn man sie öffnet, hat man darunter auch nochmal ein tiefes Staufach. An dieser Stelle wünsche ich mir mal Hilfe von euch. Hilfe, bitte. Denn natürlich bringt der Symbios auch alle aktuellen Assistenzsysteme mit. Einen adaptiven Tempomaten, aktiven Spurhalteassistenten, Totwinkelwarner, eine Verkehrszeichenerkennung und vieles mehr. Mich interessiert an dieser Stelle, bei diesen statischen Präsentationen müssen wir da wirklich drauf eingehen, weil wir können ja eh nichts testen und prüfen. Und selbst bei den dynamischen Fahrveranstaltungen, wie wichtig ist euch das Thema Assistenzsysteme, wie die wirklich funktionieren in der Tiefe? Oder sagt ihr, Mensch, da gibt es andere YouTuber, wie zum Beispiel Matthias Luft, der macht das Thema ja sehr detailliert, da könnt ihr ein bisschen oberflächlicher drüber gehen. Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, damit wir wissen, ob wir da nochmal nachjustieren müssen bei unseren Reviews oder das so lassen, wie wir es jetzt machen. Ich finde es total charmant von Renault, dass sie uns immer so einen Urahn hier mit hinstellen, wie den Renault 16. Das ist ja der Renault 16, der Urvater, 4,24 Meter lang und schon damals, 1965 bis 80 ist er gebaut worden, eine Rücksitzbank, die so eine Urlaubsstellung hatte, dass man ein bisschen mehr in den Kofferraum bekommen hat oder hier entsprechend feudal sitzen konnte. Wollt ihr einmal reingucken? Doch recht schnell, wie früher die Autos aussahen, ne? Mit so einer ganz kleinen Prallfläche hier nur. Eigentlich hast du ganz schön Aua gemacht, wenn es Bums gemacht hat. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Auto, finde ich. Und im Übrigen, das Heck zeigt ja auch so ein bisschen diese Kombi-Idee, den Kombi-Charakter schon. Was ich richtig krass finde, wenn du dir das Auto nochmal mit ein bisschen Abstand anguckst, das könnte auch ein hochgebockter Kombi sein. Weißt du, so ein Volvo Cross Country. Ich finde, es ist gar kein SUV mehr und von daher kann ich sagen, ich begrüße das. Kompakte SUVs, die gar nicht so groß sind, die nicht so hoch sind, die aber einen ordentlichen Kofferraum jetzt bieten. Ich begrüße das grundsätzlich auch. Ich würde mir da trotzdem noch etwas mehr Dynamik in dem Design wünschen, nämlich so, wie es früher mal war, dass ich doch noch ein bisschen mehr dieses Kombi-Feeling rauskomme. Also ein Kombi willst du haben. Oh ja. Aber ich meine, das ist doch schon ein Weg, dass es wieder zurückgeht zum Absolut. Ursprung. Wir müssen nur ein bisschen geduldig sein. Ihr da draußen natürlich auch. Ab September könnt ihr ihn euch beim Händler anschauen. Und wir dürfen ihn im Juli wohl schon fahren, aber pssst, da dürfen wir noch nichts veröffentlichen. Erst im August und ich denke, dann können wir auch die Preise bekannt geben. Würdest du ihn kaufen? Ich finde ihn gar nicht unspannend. Ich mag Renault mittlerweile richtig gerne. Ich finde den Antriebsstrang richtig klasse. Wir waren nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Multimode-Getriebe. Aber der Strang selber, dieser Vollhybrid, den finde ich richtig klasse. Das ist noch die Frage, wie der Preis aussieht. Aber dadurch, dass es hier so ein eigentlich ein Kleinwagen-SUV in ein bisschen größer ist, hoffe ich, dass er auch gut bezahlbar bleibt. Ja, und ich finde, er sieht gut aus. Ja, jetzt geht's um dich da draußen. Wie findest du das? Ist das ein cooles Konzept, einen kleinen SUV ein bisschen größer zu machen, aber nur den Kofferraum halt und den dann trotzdem noch zum ansprechenden Preis rauszubringen? Wie findest du das Auto? Wie gelungen findest du das Heck? Und findest du nicht auch, dass das fast eher ein Kombi ist als ein SUV? 1000 Fragen für dich da draußen. Bitte, bitte beantworte die doch. Und jetzt bleibt in Fahrt, euer Eckhart. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.